37 Boote mit insgesamt 74 Seglern nahmen am vergangenen Wochenende an der 67. Ausgabe des Silbernen Beils auf dem Inselsee in Güstrow teil. Das Wettfahrtkomitee unter der Leitung von Andreas Möller konnte ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit mehreren ehemaligen deutschen Meistern, früheren Europa- und auch Weltmeistern begrüßen. Andreas Ebel, Vorsitzender des ausrichtenden Wassersportvereins Güstrow 1928 e.V., war sichtlich stolz, so viele Teams begrüßen zu dürfen. Das Silberne Beil findet dieses Jahr tatsächlich schon zum 67. Mal insgesamt statt. Und das ist mit die älteste Regatta, die wir hier in Norddeutschland und auch vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern haben. Und ist für uns im Wassersportverein Güstrow 1928 e.V. die traditionsreichste Regatta, die wir haben. Und die ist seit wirklich Jahrzehnten beliebt in allen Bundesländern, gerade im Norden und auch im Osten. Und die kommt von überall her, um hier diese tolle Atmosphäre und auch auf dem See diese tollen Bedingungen hier erleben zu dürfen. Andreas hat es bereits angesprochen, dass die Teams aus ganz Deutschland angereist sind. Rund 20.000 Kilometer kamen dabei zusammen. Doch die Bootsklasse ist nicht in ganz Deutschland populär. Die weitesten kommen aus Nordrhein-Westfalen dieses Mal. Also wir haben tatsächlich unsere Bootsklasse, der Pirat, der wird nicht im Süden gesegelt, sondern hauptsächlich Norddeutschland und Ostdeutschland bis runter nach Nordrhein-Westfalen. Und die haben die weiteste Anreise. Die haben teilweise an die 500, 600 Kilometer auf sich genommen, um hierher zu kommen. Im Übrigen kompensiert der Verein die rund 6 Tonnen CO2, damit es eine klimaneutrale Veranstaltung ist. Am Samstag waren die Bedingungen sehr gut. Nur die Windrichtung aus West, Nordwest brachte einige Schwierigkeiten mit sich. Marie-Louise Bark ist Mitglied im WVG und hat gemeinsam mit Maurice Bachmeier an der Regatta teilgenommen. Für sie reichte es am Ende für eine Platzierung im Mittelfeld. Also für mich und meinen Segelpartner war es eigentlich ganz gut. Wir sind ein 18., einen 7. und ich glaube einen 29. gesegelt. Der 29. war natürlich ein bisschen schade, aber die Bedingungen waren okay. Es waren sehr drehige Winde, so eine, ich würde sagen, von den Windstärken so eine 2. Und wir haben uns eigentlich, glaube ich, ganz gut angestellt. Wir sind auf jeden Fall zufrieden. Der Inselsee ist ihr Heimatrevier, doch gerade bei so schwierigen Windbedingungen bedeutet das nicht unbedingt immer, dass man die besseren Karten hat. Also dadurch, dass wir hier zum Beispiel auch Trainingslager haben, kennen wir natürlich die Krautfelder. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Es ist aber so, dass wir mehr auf Regatten und auf anderen Seen segeln, dass wir nicht so einen großen Heimvorteil haben leider. Aber ich glaube, es war für alle sehr fair. Auch die, die hier öfter segeln, hatten auf jeden Fall die gleichen Chancen wie die, die hier nicht so oft segeln. Beim Segeln wird in viele unterschiedliche Bootsklassen unterschieden. Das Silberne Beil ist eine Regatta, die mit der Bootsklasse Pirat gesegelt wird. Andreas Ebel gibt eine Einführung in diese Bootsklasse. Der Pirat ist eine Bootsklasse, die mit zu den ältesten gehört in ganz Deutschland. War früher, gibt es seit 85 Jahren und war früher tatsächlich mit die erste Jugendbootsklasse vom Deutschen Seglerverband. Ist also die traditionsreichste Bootsklasse, die wir haben und wird von zwei Leuten gesegelt. Idealgewicht zusammen ist so 150 Kilo, also wenn die beide Personen, egal ob Mann oder Frau, irgendwie 70, 75 Kilo wiegen, dann ist es perfekt. Hat einen Großsegel, einen Vorsegel und einen Spinnaker und wird vom Alter her, die Jüngsten sind so mit 12, 13 auf dem Boot und wird Die Ältesten sind über 60 sogar. Und gerade bei dieser Regatta jetzt hier beim Silbernen Beil, die ersten vier Mannschaften sind alle Ü60 aktuell. Von den ursprünglich geplanten 5 Wettfahrten konnten an diesem Wochenende nur 3 gesegelt werden. Der erhoffte Wind blieb am Sonntag aus, sodass nur die Wettfahrten von Samstag gewertet werden konnten. Bei solchen Fahrten gibt es einiges zu beachten. Genau, also wir fahren Wettfahrten bei einer Regatta, in dem Fall jetzt an diesem Wochenende am Samstag und am Sonntag 5 Wettfahrten insgesamt. Und es ist für einen Laien, für einen Außenstehenden immer schwer zu verstehen, weil es ist nicht der, der zuerst über die Ziellinie gefährt, muss nicht zwingend der Sieger vom Silbernen Beil sein, sondern beim Segeln fahren wir einen bestimmten Kurs ab. Und eine Wettfahrt, das ist ein Kurs, dauert ca. 45 bis 60 Minuten. Und dann gibt es einen Sieger von der Wettfahrt, der Sieger bekommt einen Punkt, der zweite 2 Punkte und so weiter. Und am Ende gewinnt der, der die geringste Gesamtpunktzahl hat. Also es kann also jemand gewinnen, der keine einzelne Wettfahrt gewonnen hat, wenn er konstant immer vorne mit dabei war. Nachdem klar war, dass keine weitere Wettfahrt gefahren wird, standen die Sieger des diesjährigen Silbernen Beils fest. Gegen die hochrangige Konkurrenz konnte sich das Güstrower Gespann Peter Anders und Peter Bark durchsetzen. Bereits zum 4. Mal sicherten sie sich die begehrte Trophäe.
Für viele der Teilnehmer steht nun bereits das nächste Saisonhighlight im Kalender. Das ist tatsächlich die Generalprobe hier für die Deutsche Meisterschaft. Die findet in 2,5 Wochen in Berlin am Wannsee statt. Da sind ca. 50 Boote gemeldet und da wird auch unser Verein hier, der WVG, stark vertreten sein. Und wir segeln eigentlich immer unter die ersten 6 irgendwo unsere Teams hier vom Verein und deswegen hoffen wir, dass wir dort eine Medaille kriegen. Und dann gibt es im September noch die Europameisterschaft und die findet Mitte September am Balaton in Ungarn statt. Und da werden dann 70, 80 Teams aus ganz Europa dabei sein. Aber auch in Güstrow dürfen wir uns noch auf einige spannende Regatten freuen. Wir haben im Sommer die Einhand-Pokalregatta. Das ist eine Regatta für die Jugendlichen, wo im Opti und in der Ilka gesegelt wird. Also früher hieß das Boot Laser und da werden auch ziemlich, ziemlich viele Schiffe herkommen. Der WVG ist sichtlich zufrieden mit dem Ausgang des Wochenendes. Sicher hätten sich viele von ihnen noch die übrigen Wettfahrten gewünscht. Dennoch standen auch hier der Spaß und das Beisammensein im Fokus. Die Freude am Segeln wird damit auch den jüngsten Mitgliedern vorgelebt. Denn der Wassersport kennt nahezu keine Altersgrenze. Also die Kids, die beginnen bei uns, die Voraussetzung ist, dass sie das Schwimmabzeichen Seepferdchen haben müssen. Und die meisten sind so im Alter 6, 7 fangen sie an. Wenn sie jetzt körperlich schon so ein bisschen weiter sind, sind sie manchmal auch noch ein bisschen jünger. Manche fangen auch erst mit 9, 10 an, das ist eigentlich relativ egal. Die Jüngsten in der Piratenklasse, die sind so 12, 13 Jahre alt. Aber normalerweise 6, 7, 8, wenn sie mit der Schule loslegen, dann fangen sie auch beim Segeln an. Um die Kinder an den Wassersport heranzuführen, veranstaltet der WVG in der letzten Ferienwoche eine Segelwoche für Kids. Was erwartet die Kids in dieser Zeit? Genau, also das ist eigentlich für jeden, auch für die, die noch nie in einem Boot gesessen haben. Die Voraussetzung ist eigentlich nur, dass man schwimmen kann. Das ist ganz gut beim Segeln. Aber sonst ist es eigentlich für jeden, der Lust hat, mal ins Boot zu steigen, dann wird hier am ersten Tag, sind 5 Tage, von Montag bis Freitag. Am ersten Tag wird dann hier ein bisschen Theorie gemacht, alles erklärt, dann ein bisschen mit den Motorbooten, einmal den See erkunden. Und dann die nächsten Tage wird einfach nach und nach wird man das Segeln reingeführt. Und am Ende ist immer die Schulanfangsregatta, da kann dann auch jeder gleich einmal eine Regatta segeln. Wer neugierig geworden ist, kann sich gerne an die Vereinsmitglieder wenden, am See vorbeischauen oder sich über Social Media melden, um sein Kind für die Ferien anzumelden.